Der Tanz in den Mai beginnt in Berlin schon am Nachmittag des 30. April. Rund 200 Frauen und Mädchen demonstrieren für mehr Toleranz und weniger Gewalt. Doch dann werden augenscheinlich männliche Störer entdeckt. Sofort bekämpft Frau sie mit einem weißen Pulver, das politisch noch rückständige Geschlechtsgenossinnen vorzugsweise zum Backen verwenden. Feministische Wachsamkeit zahlt sich auch ein paar Minuten später aus. Als besonders dreiste Provokateure versuchen, sich aus dem U-Bahn-Fahrstuhl der Versammlung zu nähern, wird mit der Biowaffe zurückgeschlagen. Auf dem Kollwitzplatz am Prenzlauer Berg ist der Geschlechterkampf noch nicht ausgebrochen. Das Feuer steht unter Aufsicht der Brandbekämpfungsbehörden. Und so soll es auch bleiben. Um die ganze Sache etwas voranzutreiben, stecken gegen 2 Uhr autonome Brandbeauftragte einen PKW an. Als die Polizei versucht, auf dem Kollwitzplatz die Macht zurückzuerobern, breitet sich kollektiver Unmut aus. Zufällig herumliegende Flaschen und Steine werden in Bewegung gesetzt. Mittels schneller Ortswechsel versucht man, die Polizei in die Irre zu führen. So entsteigen dem polizeilichen Sprühnebel neue Helden des Widerstandes. Auf dem nahen Alexanderplatz erinnern sich die PDS-Genossen lieber an alte Zeiten. Wie lief man? Ja, lief man also in je nachdem, wo der Ort der Demonstration war. Und anschließend am Nachmittag waren Volksfeste überall. Zur gleichen Zeit macht die Polizei die einstige Krawallhochburg Kreuzberg randalefrei. Wir werden von kleinen bis größeren Gruppen Steine geschmissen. Hindernisse auf die Fahrbahn verbracht. Das ist ein übliches Spiel. Und wie wollen Sie jetzt reagieren? Wir werden die Leute erstmal in Bewegung halten. Auf die Plätze, fertig, los. Doch das beeindruckt die Feiertagskrawallos überhaupt nicht. Was man nicht im Kopf hat, hat man eben in der Hand. Die Strafe folgt auf nicht ganz sicherem Fuße. Über Funk entwickelt ein Beamter neue taktische Pläne gegen die Langeweile. Hörte 100, wir schlagen vor, dass sich die Kräfte in die Nebenstraßen zum Kollwitzplatz zurückziehen, Stationspunkte einnehmen, dass der Kollwitzplatz wieder mit Störern zuläuft, damit wir dann eine Konzentration haben. Also vielleicht die ganzen Störer auch zurücklassen zum Kollwitzplatz, also richtig provokativ, und dann mal sehen, was dann passiert. Und da sich die Berliner Polizei mittlerweile überlegen zurückhält, sucht sich der Kindermob Ersatzfeinde in den eigenen Reihen. Klassenkeile 100 gegen einen. Mit der hereinbrechenden Nacht hat die Polizei endgültig alle strategisch wichtigen Punkte besetzt. Für schrille Kiezbewohner eine noch gewöhnungsbedürftige Situation. Fass sie mir nicht an! Hallo! Fassen Sie mich nicht an, sag ich Ihnen! Fassen Sie mich nicht an! Fassen Sie mich nicht an! Passiver Widerstand! Fassen Sie mich nicht an! Fassen Sie mich nicht an! Vor Ort hat man ja selber einen persönlichen Eindruck. Haben Sie denn einen? Aus dem Bereich hier? Ganz normales Straßenbild für den 1. Mai. So muss man das wohl sehen, wenn man nicht durchdrehen will beim alljährlichen Streetfighting-Ritual von Berlin. Es war wie immer. Welcome to the Berlin Creepy Show. Als weibliche Waffe dient hier Mehl, mit dem männliche Passanten bestäubt werden. Ich hab einer blöden Lesbe in den Arsch getreten, das ist alles. Weil sie glauben, dass es ganz toll ist, dass sie jemanden mit Mehl bewerfen. Sehr intelligent. Das nennt man Demonstration, also intelligente Demonstration. Augen. Selbst der schwarze Rennschlitten weiß gesprenkelt. Um 20 Uhr startet die Spreekrone zum eher traditionellen Tanz in den Mai. Zum Mai gekommen sind 165 Gäste. Geboten werden 5 Stunden Tanz auf allen Kanälen, Maibowle, Toast Hawaii, Tomatensuppe oder Scampis. Im Tränenpalast an der ehemaligen Grenze, dort, wo früher Westbesucher aus dem Osten verabschiedet wurden, feiert der deutsche Schlager wieder Auferstehung. Wir zählen um die Wette mit dem Steppenwind. Schau den Mann. Ha! Ha! Und einer ist voll an dem Vorteil.
Rexona und Cliff, wie schon der Name sagt, das sauberste Duo Deutschlands, gewinnt den diesjährigen Grand Prix. Und mit dem Zug nach Osnabrück verabschieden wir uns in Richtung Kreuzberg. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Die Hymne aus den Tagen der Chaoten, auch ein Abschiedsgesang auf jene Zeit, als noch Steine und Scherben den Ton angaben, als Kreuzberger Nächte lang und Polizeiknüppel noch kurz waren. Dennoch gelang es einer verstreuten Truppe von Stadtnazis bis in die Nähe des Völkerschlachtdenkmals vorzurücken. Erste Rationen Proviant waren bereits gegen 9 Uhr aufgebraucht. Ach, sag mal, die Demo ist doch abgesagt, ja? Ja. Was macht ihr da hier? Und Sie? Ich bin der Tourist. Trotz betont unauffälliger Kleidung hatten diese Herren kein Glück. Sie waren von den stets wachsamen Ordnungshütern rechtzeitig als Nazis erkannt und festgesetzt worden. Verpisst euch! Junge, die kotzen mich an. Mann, verduftet! Zeitgleich treffen sich auch an der Berliner Gedächtniskirche organisierte Führungskräfte zum Unterwürfigkeitstraining. Wir sind heute hier Mitglieder der Ortsgruppe Berlin Süd und des Deutschen Doggenclub e.V. Die Hunde befinden sich auf einem Stadtgang. Es wird hier eine Unterordnungsübung durchgeführt. Die Hunde sollen die Leinenführigkeit hier erlernen. Das ist Osus vom Wurmtal. Das ist Cindy von Sabina von Ortat. Haita vom Allertal. Platz. Unter dem Motto, es gibt keine Alternative zur Revolution, marschieren rund 7000 Menschen durch die Berliner Mitte. Ausgestattet mit autonomen Handys und Sprechfunkgeräten halten die autonomen Verbindungsleute Kontakte untereinander. Und die Polizei meldet geplante Festnahmen wegen Vermummung vorher an. So können sich die Autonomen noch überlegen, ob sie die Vermummung ablegen. Wollen sie aber in der Regel nicht. Und so beginnt die Keilerei pünktlich gegen 3. Wie war's? Na ja, ein bisschen langweilig. Warum langweilig? Zu wenig los. Scheinbar gelangweilt schlendert auch die Polizei herum. Doch plötzlich die Attacke. Auf die Plätze, fertig, los. Und die Beamten sind nicht nur mehr, sondern auch schneller. Da kommt autonomer Frust auf. Hoffentlich wird dein Sohn Pando tritt dich zusammen. Volkssport im Volkspark. Alle rennen um die Wette. Das Fairplay bleibt dabei etwas auf der Strecke. Langsamere Mitläufer werden einfach umgeschubst. Wenn ich was zu sagen hätte, da unten in den Tümpel rennen. Denkst du alle rein gejagt und denkst du stehen lassen ein paar Stunden, wenn ich was zu sagen hätte. Ein Maitag ist ein kategorischer Imperativ der Freude, sagt der Dichter, vor allem in Berlin. Was der Tanz so Spaß an? Politik? Ganz egal. Einfach bloß auf der Straße stehen, feiern bei Sonnenschein und so. Selbst der Polizeipräsident ist in Lenzlaune. Und wie ist das nun? Wie ist Ihre Taktik heute hier? Ja, Sie sehen doch hier schönes Wetter, nette, freundliche Leute auf der Straße, die sich hier vergnügen. Und das ist in Ordnung so. Ich bitte Sie nochmals, sich auf eine längere Wartezeit einzurichten. Und zweitens bitte ich Sie, den Anweisungen der Polizeikräfte Folge zu leisten. Danke, Ende. Der Tag der Arbeit in der Stadt des Kapitals. In Frankfurt am Main hat ein rechtsextremes Bündnis zur Maifeier der deutschen Arbeiter gerufen. 3000 neubraune Kameraden waren erwartet worden, doch nur 300 sind gekommen. Mit 5500 Mann ist die Polizei deutlich in der Übermacht. Was bedeutet für Sie denn der 1. Mai? Warum sind Sie hier? Mein Interview ist hier. Frisse Leute auf der Schnauze zu hauen. Mann vom Heldentod. Wird es keine Freiheit geben. Und wenn Sie meinen, Sie müssten uns erschlagen, dann sollen Sie uns erschlagen. Für uns werden Hunderte von Rächern auferstehen, die weiter für die Freiheit unseres Volkes kämpfen.
Beifall von rechts für den mörderischen Wahn, der immer auch etwas Selbstmörderisches hat. In der Hauptstadt rüstet sich die Polizei für die traditionelle Maifeier im Kiez. Dann geht es in der Wanne an die Front. Wie immer im Mai wollen Chaoten von und nach rechts und links ausschlagen. An die 800 NPD-Anhänger haben sich ins linke Hohenschönhausen vorgearbeitet. Stopp! Nazi-Stopp! Nazi-Stopp! Andere sind dagegen wild entschlossen, den Kampftag der Arbeiterklasse zünftig zu begehen. Zu den Rap-Klängen einer Truppe namens Fettes Brot stimmt sich die Anarcho-Szene schon mal ein für die Walpurgisnacht. Gegen Hass und Gewalt hat sich die Berliner Polizei etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Deeskalation. Reden statt Knüppeln, der Polizist als Kumpel. Ja, ich kann nichts dagegen. Ja, du bist nicht Polizist, das ist doch der feine Unterschied. Ja, Gott sei Dank. Guck mal, wir hängen vorhin hingegangen, hat gesagt, mach die Musik aus, dann hätt's Theater hier. So, jetzt ist jemand von euch hingekommen, hat gesagt, mach die Musik aus und war halt okay. Das ist einfach der Unterschied, weil ich trage die Uniform. Ja, das ist der Unterschied. Ja. Ich meine, ja, mit dir kann man ein bisschen vernünftig, Ronny. Ja. Oh, mit dir kann man ein bisschen vernünftig wissen reden, wirst du aber mit die da hinten gerade fahren, mit die kannst du nicht reden. Aber ich glaube, es gibt auch Grund, mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Deshalb ist Therapie immer hilfreich, nicht zwecklos. Tätige Kapitalismuskritik auch am Oranienplatz. Schon zum zweiten Mal innerhalb von 12 Stunden wird hier ein Plus-Supermarkt geplündert. Man besorgt sich Nachschub für eine lange Nacht. Frisch gestärkt folgt man längst eingespielten Ritualen. Autos, vornehmlich aus Stuttgarter Produktion, werden dem revolutionären Kampf geopfert. Blinde Zerstörungswut ohne ideologischen Überbau. Erlaubt ist, was Spaß macht. Wenn es dunkel wird im Kiez, geht die Party noch mal richtig los. Kreuzberger Nächte sind hell. Die Gewalt, sie hat hier Tradition.